Am Potsdamer Platz haben etwa 200 Demonstranten gegen das Verbot der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, protestiert. Aufgerufen hatten dazu verschiedene kurdische und linke Organisationen. Anlass ist ein Antrag der Linken, der in der kommenden Woche im Bundestag diskutiert wird. Sie fordern eine Aufhebung des Verbots, auch weil die PKK im türkischen Kobane gegen die Terrororganisation Islamischer Staat kämpft.